Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 4. Ich mache mein Mikro wieder weiter runter, so, jetzt hört ihr mich wahrscheinlich besser. Ja, wir sind hier in der letzten Folge, die ein bisschen länger war als sonst. Hier stehen geblieben, stimmt, hier war ja was. Ich sollte noch ein Red Away nehmen. Ups, schon wieder falsche Taste, so wie in der letzten Folge. Wir sind nämlich richtig krass der Strahlung ausgesetzt worden. Und ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass die Strahlung uns nichts mehr wirklich. Ich nehme mal eine Nuka-Cola. Und vielleicht noch ein wenig. Das will ich eigentlich alles fleischen. Fleisch. Alles braten. Vielleicht noch Zuckerbomben. Okay, Sophie hat das jetzt echt nicht gebracht. Das ist ein bisschen doof. Ah, hier kommt man einfach nicht durch. Was man gleich wieder Rat bekommt. Das Problem ist, da unten war irgendwas. Oh fuck. Da unten ist ein Gegner. Da unten war irgendwas und ich möchte wissen, was. Das ist das Problem. Da hinten sind auch noch Sachen und ich möchte wissen, wie man da hinkommt. Ah, Moment, so. Wo ist eigentlich unser treuer Hund? Wenn man ihn mal braucht. Der ist einfach nicht da. Sind hier auch irgendwo Minen? Was ist denn das da? Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier. Ha. Was war das gerade, bitte? Ich will es gar nicht wissen, ich hau hier einfach nur ab. Komm du nur her. Okay, jetzt reicht's mir. Was? Nein! Oh! Gott sei Dank! Oh, meine TP ging ganz schnell runter. Muss unbedingt was fressen. Red Kakerlakenfleisch will ich eigentlich auch alles braten. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich habe mir nochmal gerade so den Arsch gerettet. Wo ist jetzt Dogmeat? Da kommt er. Oh, der will hier irgendwie her. Warte mal, ich komme mal kurz so hin. Na komm. Komm. Komm, Dogmeat. Ah, so viel Rad riskiere ich jetzt nicht für dich. Ich gehe einfach in irgendeinen Dungeon und dann war es das so. Fangen wir mal von hinten an. Der kläfft jetzt nicht wirklich hier, oder? Ah, Dogmeat! Hast du irgendwas gefunden? Ich denke nicht. So, hier sind ja auch noch Sachen zum Entdecken. Okay, warum hat es gerade so geleckt? Das macht mir Angst. Oh, weil hier Atomic Toys ist wahrscheinlich. Was zur Hölle ist jetzt bitte los? What the fuck? Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Was ist mit dem Spiel jetzt bitte los gewesen? Okay, gut, dann muss ich es wohl neu starten. Irgendein Fehler. Aber warum? Das ist ja doof. Okay. Ich bin froh, dass die Aufnahme nicht mehr abkackt. Ne? Das ist das einzig Gute. Ja, das zweite. Und dass ich keine Cuts mehr machen muss. Und die Qualität ist natürlich sau gut. Na ja gut, okay, dann müssen wir uns jetzt wohl. Oh, ich finde das so cool gemacht hier mit diesen Flecken noch, ja. So mit diesen Anfassflecken, sage ich jetzt mal. Das sieht so geil aus. So echt. Haben die schon echt gut gemacht.
Ich habe mich schon gewundert, warum es so geleckt hat. Also anscheinend war es doch nicht Atomic Toys, sondern einfach das Spiel. Seltsam. Mal gucken, wo ich jetzt übrigens starte. Ich hoffe ja nicht, obwohl, da wo ich gespeichert habe, oder wo das Spiel gespeichert hat, war ja so gesehen der Blutkäfer. Von daher ist das ja in Ordnung. Tschüss. Oh, schade, ganz geht das gar nicht. Es dauert echt ewig. Tatsache, Data gespeichert. Krass. Wisst ihr was? Ich gehe da jetzt auch nicht mehr hin. Und tue Dogmeat. Ich laufe jetzt einfach weiter. Was ist denn hier eigentlich? Irgendjemand hier? Sieht für mich ja nicht so aus. Ist es so, dieses Downtown-Gebiet will ich erkunden. Sniper, Sniper, Sniper. Immer noch Gefahr. Ich bin versteckt. Ja, nice. Okay, gut. Fleisch- und Mischlingshund. Nice. Finde ich auch gut. Ich lade mal kurz nach. Mann, diese Notfrequenz ist mir sowas von egal. Kann ich den irgendwie abhören, die Notfrequenz? Da kann ich sie abhören. Ich habe kein Wort verstanden, ehrlich gesagt. Gameplay? Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Ich habe echt kein Wort verstanden. So, irgendein gibt es ja doch noch. Oh, DBT. Oh, das ist eine Highschool. Was habe ich noch? Jagdgewehr, Kampfgewehr. Das will ich gar nicht. Ich möchte bitte das hier mit Visier. Ich hätte auf den anderen auch mal ein Visier raufklatschen, aber ich weiß halt nicht, wann das geht. Hat ein Gegner entdeckt?
Du kleiner Arschkrempel, ey. Dieses Notfrequenzsignal geht mir ein bisschen auf die Eier. Doppelläufige Schrotflinte brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gibt's hier irgendwas? Nö. Kann man denn gar kein Geld von den Kassen des Busses irgendwie? Nee, geht nicht. Ich gehe nochmal zurück und höre mir dann mal das Signal an. Ich verstehe nichts. Oh, schnell speichern wollte ich gar nicht. Aber okay, gut. Das ist seltsam. Na schön. Dann würde ich mal sagen, wenn es sonst nichts ist, gehe ich jetzt mal hier rein, ne? In dieses DB-Tech Highschool-Ding. Und dieses Experte da hinten werden wir jetzt natürlich mal öffnen. Weil von hinten kommen ist immer am besten. Also ihr wisst, wie ich das meine jetzt, ne? Hier ist aber irgendwo noch was. Irgendwo ist hier was. Was ist das denn? What the hell bist du denn? Oh, ein überfälliges Buch. Okay, ich glaube, da drin ist er verrottet. Das ist krass. So, Experte. Ah, fast. Fast, fast, fast. Nice. Cool. Cool. Ah, ist was mit dem Notsignal da? Ich weiß auch nicht. Würde mich natürlich interessieren, aber. Tja, wenn es das nicht gibt. Wenn es mir nicht irgendwelche Hinweise gibt. Ich meine, das erste Notsignal, was wir hatten, war mit der stehenden Bruderschaft. Aber das da habe ich ja nichts verstanden. So, nächster Dungeon. Oh, shit. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Trevor für Busse reserviert ist. Warum müssen wir uns immer im Keller treffen? Mir gefällt es hier unten nicht. Das muss irgendwann mal ein Ende haben. Aber Gott, was soll dieser unheimliche Bärenherr? Wo hat Bosco das Ding her? Der hat mich echt nicht gesehen. Wer? Ah, noch einer? Das sehen aus wie komische Menschen. Also ganz komische Menschen. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Irgendwie
Was auch immer das war, ich habe gesehen, dass da eine Falle ist, am Ende. Alter Vater, okay, das ist eine Leere. Ist da auch irgendeine Falle? Nee. Alter, ein Beckenknochen. Ihr habt's ja doch alle nicht mehr. Huh, slap that ass. Lass mich raten, das ist ein Kerl. Oh, man sieht's nicht mehr, aber ich denke mal, ja, es war, glaube ich, ein Kerl. Da ist ein Verbandskasten, ich will da hin. Verbandskasten. Foto bin. Vergesst bitte nicht, dass wir ein geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nach. Scheißegal, wer nachsitzt. Über mir. Ich würde ja gerne, Kumpel, aber irgendwie... What the fuck, ich will... Hier ist gar keiner mehr? Oh, hier sieht's aus wie der Sportraum. Interessant. Oh, das Buffout. Psycho. Baseballmütze ist jetzt nicht ganz so geil. Seife? Das ist aber ganz schön schlecht texturisierte Schleife, genau. Seife. Holy! Das war mal das Schwimmbecken der Schule. Da hinten waren gerade welche. Ja, was ist denn hier passiert, ey? Warum habt ihr denn die ganzen Schüler hier abgeschlachtet? Ich komme mir vor wie so ein Horrorfilm. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, meint ihr, da oben ist was? Warum auch immer diese Voltex-Lunchbox hier überall rumliegt. Das verstehe ich noch nicht ganz so. Aber vielleicht ist das ja irgendein Secret. Kommt nur her, ich mache euch alle frisch, mache ich euch. Ah, kommt her. Langsam paranoid. Keine Angst. Wo ist der kleine Wichser hin? Ach, Scheiße. Shit, ey. Oh, fuck. Lass mich los. Okay, jetzt reicht's mir. Krieg. Shit. Wo ist er? Gibt's doch gar nicht. Legt euch nicht mit mir an, ey. Ganz im Ernst. Ich mach das schon ein paar Folgen lang hier so. What the fuck? Ich verballer gerade gute Munition. Ich sollte dafür die Impro-Pistole benutzen. Okay, das bringt nichts.
Alter, kommt er mir echt schon so nah. Scheiße. So. Okay, ich glaube, der Rest wird dann noch meine Schrotfinte übernehmen, aber erstmal werde ich was nehmen. Alter, Krieg in der Schule, ey, ganz im Ernst, das ist gar nicht geil. Vor allem, die haben die alle aufgehangen. Was ist hier passiert, ey? Das würde mich echt interessieren. Aber wisst ihr was? Das werden wir in der nächsten Folge sehen. In der nächsten Folge werden wir die ganze Schule evakuieren wahrscheinlich. Also, evakuieren von den Raidern ist wahrscheinlich auch eine Quest, aber ich mache das jetzt schon mal. Und wahrscheinlich, wenn man die Quest bekommt, muss man hier eh wieder hin. Das kann gut sein, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber ich mach's trotzdem. Also haut rein, bis zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 und ciao.